Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal von Hansapark Moments. Erstmal wünschen wir, das Team von Hansapark Moments, euch ein frohes neues Jahr. Wir hoffen, dass ihr extrem gut in das Jahr 2020 reingekommen seid. Und natürlich, heute ist der erste Tag im Monat und das bedeutet, ein neuer Newsletter des Hansaparks ist draußen. Starten wir mit Avildas Welt. Avildas Welt wird der neue Themenbereich auf dem ehemaligen Platz der Glocke, die bereits in der Winterpause 2019 weichen musste, und präsentieren das neue Logo, welches der Hansapark in seinem Newsletter veröffentlicht hat. Dieses Logo zeigt die kleine Piratin Avilda, die die Hauptfigur des neuen Themenbereichs wird. Und der Hansapark schreibt, wir vom Hansapark-Team haben die kleine Piratin schon sehr in unser Herz geschlossen. Die Piratin Avilda befindet sich im Kindesalter, was damit symbolisiert, dass die Themenwelt gerade an die kleinen Gäste des Parks gerichtet ist und damit für die Kinder eine große Ergänzung im Gesamtbild des Hansaparks darstellen wird. Auch auf der Baustelle tut sich was. Der Tunnel von der Maze Kerker des Kernern wurde zurückgebaut und auch noch vor Weihnachten wurde das Fundament für Avildas Abenteuerfahrt geschüttet. Avildas Abenteuerfahrt wird die sechste Wasserbahn im Hansapark sein. Auch im Restaurant Weltumsegler ging es in den letzten Wochen voran. Das Self-Service-Restaurant hat bereits in der Saison 2019 den Essbereich komplett neu bekommen. Nun geht's dem Servicebereich an den Kragen. Alles wurde rausgerissen, doch wie es aktuell aussieht, seht selbst. Das war's nun mit diesem Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keine Infos zum Hansapark verpassen wollt, dann lasst unbedingt ein Abo da. Aber jetzt wünscht euch das Team von Hansapark Moments noch einen schönen Tag und wir sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss.